Jo, hallo Leute, hier sind wir da, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, hier mit der guten alten, naja gut und alt, weiß ich nicht, also alt vielleicht noch nicht, gut vielleicht, naja, muss man mal sehen, ne, Maggie auf jeden Fall. Na Maggie, what's going up? Ja Leute, was geht bei euch denn so ab? Ich nehme ja hier mal wieder auf und einen Schlüssel haben wir direkt, ach nein, wir haben auch direkt einen Keller XL. Na, da passt mir eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, also diese XL-Sachen... Die gefallen mir einfach grundlegend schon mal nicht. Aber was willst du machen? Man muss halt irgendwie auch die XL-Sachen mal durchkriegen. Oh, das ist nice. Oh, naja, gut, okay. Okay, komm. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können hier schon mal einen spenden. Wir können auch noch einen zweiten spenden. Na gut, vielleicht ist das doch gar nicht so übel. Aber Moment, wir können noch einen spenden, damit, wenn das Space-Item voll ist, ne? Ja, da können wir eventuell, wenn wir jetzt noch einen Schlüssel kriegen, können wir da sogar direkt in den Shop gehen. Das heißt, wer weiß, was im Shop so drin ist, ne? Ja, es könnte unter Umständen doch eine ganz gute Sache sein. Warten wir aber mal ab. Ich weiß, ich will noch nicht mich festlegen und jetzt sagen, oh, voll geil. Und dann hinterher haben wir da irgendwie den größten Shit unter der Sonne von dem lieben Gott oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, und ein Thema habe ich auch vorbereitet, Leute. Was heißt vorbereitet? Das klingt jetzt so, als hätte ich stundenlang zu Hause gesessen und hätte dieses Thema extra vorbereitet. Sondern nö, eigentlich habe ich mir das nur aus den Kommentaren so rausgenommen und habe mir gedacht, ja, das ist ganz nice. Da kannst du eigentlich wirklich mal den ein oder anderen Satz drüber verlieren. Nun gut, mach mal gleich. Ich würde sagen, wir machen erstmal kurz hier die XL-Ebene ganz... Uiuiui, fachmännisch zu Ende, damit ich die mal kurz hinkriege und dann bin ich auch wieder bereit, hier irgendwelche Themen zu zocken, wollte ich schon. Ihr seht schon. Wir haben im Übrigen, nur damit ihr das mal mitkriegt, wir haben gerade Freitag. Ja, also es ist gerade Freitag, der Tag, an dem ich dieses wunderschöne Video hier aufnehme. Was heißt wunderschön, diesen Part. Und ich habe heute Zeugnis gekriegt, Leute. Also ja, ist ganz gut, ne? Ist halt wie immer, Englisch ist irgendwie eine 3- und was war der Rest hier? Englisch war eine 3-, Deutsch war eine 2-, dann in Sovi war eine 2 und der Rest war irgendwie eine 1 oder 1- und Sport war eine 1+. Und ja, das war's eigentlich. Ach, guck mal, was habe ich denn jetzt gemacht hier? Ah, man kann ja mal zweimal spenden, ne? So, damit hätten wir jetzt schon mal das Geld zusammen für den Shop. Gehe ich einfach mal rein. Vielleicht kriegen wir da ja auch einen Schlüssel. Ja, kriegen wir sogar. Ja, nice. Dann haben wir wenigstens den Schlüssel auch wieder drin. Die komische Hacke brauchen wir nicht. Können wir jetzt aber nochmal spenden gehen. Dann haben wir schon mal das Geld für den nächsten Shop. Das ist schon mal gut. Also war jetzt in Ordnung, das Zeugnis, ne? Also Zeugnis nennen die das ja nicht. Die nennen das ja Bescheinigung der Schullaufbahn, heißt das. So, ich spende jetzt auch direkt so. Denn dann habe ich alles voll. Boah, wenn wir jetzt ein D20 hätten, Leute. Boah, wäre das geil mit dem D20. Wenn ich daran denke, was passieren würde, wenn ich jetzt mit dem D20 alles rerollen würde. Scheiße, Mann. Ich glaube, da würden wir nicht mehr klar mit unserem Leben kommen. Denn dann hätten wir wirklich sehr, sehr viele Items. Also, was heißt Items, ne? Die richtigen Items. Obwohl, kann man, das weiß ich immer noch nicht. Kann man nicht auch irgendwie dieses undefinierbare Item kriegen durch den D20? Ich meine nämlich schon, dass man den dadurch kriegen kann, dieses Item. Und wenn man das dann irgendwie nochmal rerollt, dann kann das zu einem wirklichen Item werden. Habe ich zumindest mal irgendwo gesehen. Ah, das sind Homing Shots. Ja, das ist nice. Das ist wirklich nice. Jetzt brauchen wir nur noch Damage, denn... Ja, ohne Damage sind die zwar auch nice, aber jetzt nicht so nice, wie sie mit Damage sind, ne? So, komm, nimm mal mit hier. Guck mal, noch ein Schlüssel, noch dies, noch das. Sauber, Leute. Da können wir nämlich jetzt gleich da oben direkt nochmal spenden gehen. Und theoretisch könnten wir jetzt auch noch das andere Ding mitnehmen. So, gerade für so manche Räume, in denen das ein bisschen von der Logistik her ein bisschen blöd ist, sind diese Homing Shots echt geil, Leute. Was sind eigentlich eure Lieblingstiers, sag ich mal? Homing-Tiers oder Tooth-Shot oder diese gelbe Pisse da. Was mögt ihr am liebsten von den Tränen her? Das würde mich mal interessieren, ob ihr da irgendwas gerne habt oder ob ihr sagt, alles dasselbe, man, ist mir shit egal, ob ich da jetzt Homing-Shots, Piercing-Shots oder sonst irgendwas hab. Piercing-Shots sind auch nice. So, guck mal, kann immer wieder zweimal spenden. So, oh nice. Jetzt sind wir, ach, können wir gerade gar nicht machen. Oh, da habe ich mich verschätzt.
Na gut, egal. Guck mal, 38 Coins haben wir schon. Boah, das ist in der Tat nice. Das ist mal richtig nice. Das hatte ich, glaube ich, auch noch nie irgendwie in der ersten Etage. Egal, ob es jetzt eine XL-Ebene ist oder sonst irgendwas. Dass ich da schon so viel Geld hatte. Oder? Hatte ich das schon mal? Keine Ahnung. Oh, du kleiner Mensch. Ja, geh mal weg da. Zack, Bombe. Und den BH. Och, nee. Boah, ich überlege gerade. Oh, nee. Brauchen wir nicht, Leute. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Egal, brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nicht, ist nicht so dringend. Ich gehe jetzt aber nochmal unten in den Gold, die Goldtruhe mitnehmen. Können wir ja jetzt dank der Bombe. Denn ich bin der Meinung, dass das schon nicht schlecht wäre, die mal mitzunehmen. So, keine Sorge, die sollte jetzt explodieren, wenn ich zurückgehe. Guckt, zack, und yeah! Ja, das nenne ich doch mal geil. Da haben wir die Bombe wieder gekriegt und noch eine ganze schöne Menge Geld. So, und wenn wir jetzt die beiden Gegner hinter uns haben, wie gesagt, dann werde ich auch in die Themen einsteigen. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen normal kommentiert. Da gibt ja auch immer wieder einige, die sagen, ey, kommentier mal mehr zum Spiel, Mann. Ich finde deine Themen voll nicht gut, Mensch. Dann denke ich mir, okay, dann mache ich hier für euch noch ein bisschen Normal Commentary mit der Maggie. Maggie Faggy und der Duke of Flies, Leute. Das ist ein sehr schöner Gegner hier. Der gefällt mir, ja. Obwohl das nicht ganz so toll ist mit den Homing Shots, wenn man den Duke of Flies erwischt hat, ne? Denn da muss man da erstmal durchkommen zu ihm. Und die Fliegen halten das ja dann schön ab. Da hat er sich einen guten Schutzwall aufgebaut. Gerade gegen Homing Tears. Ich will mal den Spiegel haben, den hatte ich schon längst nicht mehr, lange nicht mehr. Den Urigella hier, den hat man ja immer mal wieder. Den hat man doch letztens auch noch erst, oder? Hat man den nicht letztens noch? Boah, oder ich habe mir das eingebildet, das kann auch sein. Ich meine, ich hatte irgendwie im Kopf, wir hätten den schon mal gehabt letztens. Kann auch sein, dass wir ihn nicht hatten und ich, wie gesagt, mir das eingebildet habe. Kann alles sein, Leute, alles ist möglich, ne? Toyota, kennen wir ja. Habe ich Schleichwerbung für Toyota gemacht. Oh, nein! Ja, natürlich. Ich bekomme auch ganz viel Geld von Toyota, dass ich das gerade gesagt habe. Das ist voll gut, Leute, ne? Pff, ne. Ironie und so. Ich hoffe, ihr versteht. Ja, da bringt mir un... Oh. Ja, natürlich. Ich habe gleich 99 Coins, mit denen ich einfach mal nichts machen kann. Irgendwie habe ich mir gedacht, dass der Typ da drin wohnt. Weil der ist voll oft... Also in den XL-Etagen, gerade in den ersten, ist der irgendwie voll oft dabei. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich den schon voll oft mal gesehen hatte. Wenn ich das Gefühl habe, Leute, mein Gefühl, das ist untrüglich und untäuschbar. Das Gefühl, das täuscht sich nie. Zumindest nicht bei mir. Ja, doch, auch. Ne? Gefühle täuschen sich oft, das ist leider so. Aber auch der Verstand täuscht sich oft. Das ist immer so eine ambivalente Sache, Leute. Beides täuscht sich irgendwie immer mal wieder. Oi, oi, oi. Ja, oi, oi, oi. Oi. Oh. Ha! Dum, 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 dum. Okay, und ab in die nächste Etage. So, Leute, was ist das Thema, was ich heute für euch mitgebracht habe? Das Thema, was ich heute für euch mitgebracht habe, stammt von jemandem, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Auf jeden Fall geht es um den guten, lieben, netten, freundlichen, außerordentlich zuvorkommenden Gruppenzwang. Ja, all das, was wir jetzt gesagt haben, das trifft natürlich nicht so ganz auf den Gruppenzwang zu. Also, jetzt muss man natürlich erstmal sagen, Gruppenzwang kann man auch wieder verschieden definieren, ja. Was ist Gruppenzwang überhaupt, ja? Gruppenzwang ist im Grunde das Phänomen, dass wenn eine Gruppe, die Leute um einen herum, ja, mit denen bildet man eine Gruppe, ob man nun bewusst eine Gruppe mit denen bildet oder nicht, ist vollkommen egal. Wenn man sich von diesen beeinflussen lässt, also dahingehend, dass man seine Handlung ändert aufgrund dieser Gruppe, die vorhanden ist. So, ich sehe das immer noch ein bisschen anders. Also da habe ich auch mal mit meiner Deutschlehrerin so eine kleine Diskussion drüber gehabt, weil wir Mario und der Zauberer gelesen haben und da ging es in einer Stelle auch irgendwie um Gruppenzwang. Ich war da aber ein bisschen anderer Meinung und letztendlich hat man es auch nicht richtig klären können. Denn ist es schon Gruppenzwang, wenn ich eine Theatervorführung besuche und mir denke, boah, ist das ein Scheiß, und die Vorstellung nicht verlasse, sondern sitzen bleibe?
Ist es schon Gruppenzwang, dass ich die Vorstellung nicht verlasse, weil die anderen sitzen bleiben? Beziehungsweise habe ich mich überhaupt von den anderen beeinflussen lassen? Das ist die Frage. Und ich habe behauptet, man muss doch... Puh. Man muss sich doch nicht zwangsläufig von den anderen beeinflussen gelassen haben, nur weil man gesagt hat, die müssen keinen Einfluss gehabt haben, unbedingt auf die Entscheidung sitzen zu bleiben. Weil sie sagte dann, ja, aber wie wäre das gewesen, wenn andere aus dem Publikum gegangen wären? Ja, wenn ich also nicht alleine gegangen wäre dann vielleicht, sondern wenn andere vor mir gegangen wären, wäre ich dann mitgegangen. Hat die Gruppe mich vielleicht nur an diesem Platz gehalten, weil ich eben, ja, mir, ja, ich wollte nicht, dass ich alleine rausgehe, weil das dann so blöd aussieht, ne, wenn die anderen alle sitzen und man geht dann da raus und, wisst ihr, was ich meine? Aber andersrum gefragt ist natürlich auch die Frage, wenn ich gegangen wäre und einige andere wären auch gegangen, irgendwie, würden die dann unter einem Gruppenzwang stehen? Irgendwie, ne? Das ist halt immer alles die Frage, also ich finde, so subtil kann man das, man kann es so natürlich definieren, aber ich finde, so subtil sollte man es nicht definieren. Also ich, für mich persönlich selber, finde, Gruppenzwang hat eher etwas mit einer aktiveren Entscheidung zu tun. Und mit dem, was man sich denkt. Wenn ich jetzt denke, boah, guck mal, da gehen andere, die gehen schon. Boah, ich glaube, jetzt bin ich fast der Einzige hier im Saal. Ich glaube, jetzt gehe ich auch mal. Ne? Das ist für mich dann die aktive Entscheidung. Ich entscheide mich aktiv dazu sitzen, auch zu gehen, weil die anderen eben gehen. Das heißt, ich mache meine persönliche Entscheidung abhängig von derer der anderen. Und somit ist es dann für mich schon Gruppenzwang. Aber wenn ich jetzt einfach mir denke, oh, soll es dir das echt noch geben? Und dann guckst du so und denkst dir so, ja komm, vielleicht wird es ja besser, ich gebe es mir noch, ja. Dann hat man im Gedankengang ja gar nicht drin irgendwie, dass man, sage ich mal, ne, die anderen werden ja in den Gedankengang gar nicht mit einbezogen. Und somit, finde ich, kann man da auch nicht wirklich von Gruppenzwang sprechen. Vielleicht im Unterbewussten, dann ist es für mich aber eher ein passiver Gruppenzwang und kein aktiver. Für mich wäre also aktiver Gruppenzwang, dass ich wirklich mich selbst, meine Entscheidung, meine Handlung von der Meinung oder von der Handlung oder Entscheidung anderer abhängig mache. So, damit hätten wir also erstmal geklärt, was ich unter Gruppenzwang so verstehe. Und im Folgenden geht es auch bei mir um den aktiven Gruppenzwang. Also den Gruppenzwang, bei dem ich meine Entscheidung, meine Handlung mit denen der anderen abgleiche und daraufhin dann eine endgültige Entscheidung bzw. Handlung, ja, treffe oder vollziehe. Ja, den sieht man oft, sage ich mal. Also diese Art von Gruppenzwang trifft man ja oft so in der Pubertät im Extrem an. Ich sag mal, natürlich auch schon bei jüngeren Vertretern, nicht erst in der Pubertät. Ne, das kommt immer drauf an. Aber so verstärkt fällt mir das zumindest auf, dass in der Pubertät so langsam eben dann so gewisse Gruppenzwangsphänomene wirklich auch stärkergehend auftauchen. Ja, dass also dann wirklich Leute sagen, ja, aber boah, wie sieht denn das aus, wenn ich das so und so mache? Oder man hat gewisse Klassenentscheidungen, wenn zum Beispiel, das ist auch immer so ein beliebtes Beispiel von mir, es geht darum, ach, guck mal, ja, das ist natürlich jetzt perfekt hier. Ich gehe aber auch mal hier rein, die Nonne können wir nämlich auch mitnehmen. Schlüssel nehmen wir auch mit, Herz nehmen wir gleich mit, wir wollen nämlich links in den Raum. Zum Beispiel, ein Lehrer kommt nicht, er kommt zu spät, ja, dann fangen viele an, boah, lass mal alle gehen, Mann, der Lehrer kriegt das dann bestimmt nicht mit und was will der machen, wenn wir alle nicht da sind, so, wisst ihr, ne? Und dann steht man natürlich, vielleicht denkt man sich, nee, aber das darf man nicht, ja, ich argumentiere auf dieser Law and Order, das ist so eine Argumentationsstufe sozusagen, ja, ich argumentiere, nee, das verstößt sozusagen gegen das Gesetz, gegen die Regel, das kann ich nicht machen, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und, so, gib mir noch einen Treffer. Na, das war jetzt schade irgendwie. Kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, mach ich nicht. Ne? Komm ich nicht sozusagen. Geht nicht, sagen dann einige, ne? Ja, oder ob man dann eben seinen Gedanken nachgeht und sagt, nö, ich bleibe. Oder ob man dann mit den anderen geht, wenn die anderen auf einmal anfangen, alle zu gehen. Ja, das ist für mich so eine Gruppenzwangfrage irgendwo, die man des Öfteren mal mitbekommt. Eine andere schöne Sache ist aber auch, da handelt es sich dann um das auch allseits beliebte Rauchen und so weiter und so fort.
Ne? Wie ist denn das, wenn ich rauche jetzt irgendwie, ja, meinetwegen? Beziehungsweise die anderen rauchen und ich sehe das und muss ich dann auch rauchen, um irgendwie cool zu sein und dazu zu gehören? Ja? Oder wenn andere übermäßig Alkohol trinken und sich auf Partys abschießen, ja, denke ich dann mir so, ja, ich muss dazugehören, ich muss es auch machen. Oder was macht man dann, ne? Ich glaube, Mom's Pearl ist besser als dieses komische Random Pills Dingens Fuck Dingen da. Ach, guck mal hier, das ist ja nice. Aber das war ja jetzt nice. Das war ja jetzt nice hier. So, das ist halt immer so die Frage, ne? Und das sind eben Phänomene des Gruppenzwangs auch, ne? Das leugnen viele auch und sagen, also ein Quatsch, als ob ich nur anfange zu rauchen wegen dem oder dem. Aber es ist oft so, man kennt das ja auch selber, vielleicht aus verschiedenen Situationen mit Mitschülern oder so, dass man dann teilweise feststellt, ja, die wollen irgendwie dazugehören und fangen dann an, da irgendwas zu machen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Ja, sie wollen es eigentlich gar nicht, aber dadurch, dass sie dazugehören wollen, machen sie es dann doch. Ich habe zum Beispiel jemanden, den ich kenne, als Freund würde ich den jetzt nicht bezeichnen, weil dafür habe ich echt viel zu wenig mit dem zu tun. Aber der zum Beispiel, der geht jetzt auch so in die Richtung, dann der hat auch nie so Anbindungen gehabt, aber der hat sich dann eben dafür entschieden, jetzt so voll krass mit den anderen immer mitfahren und ja, toll, jetzt wollte ich mir gerade einen Treffer. Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt das einfach, so. Na, oh, das wäre jetzt echt ärgerlich gewesen. So, da gucken wir gleich nach. Wir gehen jetzt erstmal in den Raum da rein. Und der geht jetzt auch voll da immer ab und Altstadt und richtig heftig auch. Und naja, das ist, für mich ist das so ein bisschen, also er steht da auf jeden Fall unter diesem Gruppenzwang meiner Meinung nach, denn, ja, anders ist das eigentlich für mich kaum zu erklären, was er da fabriziert momentan, ja. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da absolut kein Fan von, ja, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also was Gruppenzwang angeht, jeder von uns untersteht immer mal in seinem Leben dem Gruppenzwang. Also da kann auch ich nicht behaupten, ich hätte noch nie vielleicht in einer bestimmten Situation irgendwie, hätte ich da unter Gruppenzwang gestanden und hab den sogar vielleicht mitgemacht, ja, das kommt drauf an, wie man Gruppenzwang definiert, ja, schon so kleine Sachen wie, was weiß ich was, keine Ahnung, in der Schule, so kleine Sachen, wenn man da manchmal schon so denkt, boah, hab jetzt eigentlich aber auch keinen Bock hier irgendwie alleine die ganze Zeit rumzuhängen. Komm, gehen wir einfach mal da mit, wo die anderen hingehen oder so. Allein ja schon solche Sachen irgendwie würden ja schon unter die Definition von Gruppenzwang fallen. Ja, und sowas, denke ich, da hat jeder von uns wahrscheinlich irgendwo mal ein Beispiel. Ah, Moment, ich wollte nur den Shop das Herz holen. Wo er irgendwann mal gedacht hat, ey, komm, ich geh da mal mit oder so und guck mir das mal an. Hä? Aber im Grunde halte ich nichts von diesem Gruppenzwang, der wirklich Dinge von einem fordert, die stark gegen das sind, was man selbst wirklich sich als Grundsätze gelegt hat oder gegen das ist, was man denkt. Ja, zum Beispiel diese Alkoholsache oder so, das war mir immer vollkommen egal. Das ist mir heute noch vollkommen egal. Ja, zum Beispiel, also heute Abend, nur damit ihr wisst, das ist, heute ist Freitag bei mir. Ja, da bin ich auch auf einen Geburtstag eingeladen. Aber ich kann euch schon jetzt sagen, ich da nichts trinken werde, ja. Weil, wie gesagt, also die Einstellung zum Alkohol, die habe ich ja schon mal erklärt im Video mit den Drogen und so. Ne, keine Ahnung, das ist bei mir eben so einfach aus Prinzip, dass ich nichts trinke und, ne, keine Ahnung. Nicht, weil ich den Alkohol verabscheue, sondern es ist bei mir einfach so. Keine Ahnung, reizt mich nicht, habe ich keinen Bock. Ist einfach so, ne. Und, ja, da kommen dann auch immer mal die ein oder anderen, also mit denen, ne, diejenige, die Geburtstag hat und die da teilweise noch dabei sind, die dann auch mal so teilweise gesagt haben auf anderen Veranstaltungen vorher, irgendwie so, ja, komm hier, ne, warum denn das ohne Alkohol, nimm doch mal mit, das ist voll gut und so. Und ich denke, wir haben immer so gesagt, nö, also mittlerweile haben die das auch verstanden, ja, und die akzeptieren das auch, die haben da gar kein Problem mit, aber, ne, das ist halt, da könnte man ja dann auch sagen, so, ja, komm, ja, ne, ist ja, ja. Aber nö, da habe ich nie irgendwie Bock drauf gehabt. Und deswegen, es gibt dann zwar auch die ein oder anderen, die dann am Anfang auch so gesagt haben, komm, jetzt mach doch mal, mach, ne? Und ich so, nee, lass mich doch, so nach dem Motto, weißt du? Da sage ich dann auch, nö, ne? Also wenn Leute dann da rumstochern und immer wieder rumnörgeln und so, dann werde ich irgendwann auch sauer, weil da habe ich keinen Bock drauf. Das muss reichen, wenn ich dreimal Nein sage. Wenn die dann meinen, immer noch so, komm jetzt, wir trinken, ne? Dann sage ich, nee, sag mal, was ist eigentlich bei dir schief gelaufen, so ungefähr.
Also deswegen, bei sowas habe ich persönlich jetzt nie mitgemacht, ja. Oder auch wenn es ums Rauchen ging oder da solche Sachen. Oder selbst das Beispiel mit dem, jetzt lass mal gehen, wenn der Lehrer nicht kommt, da habe ich auch nie mitgemacht, ja. Weil ich weiß, das ist nicht erlaubt. Der Lehrer kommt wohl und wenn ich da die Stunde warten muss, dann muss ich warten. Beziehungsweise hat man ja für sowas extra irgendwelche hier Kurssprecher gewählt oder von mir aus in den unteren Klassen auch Klassensprecher, die ja gerade dafür da sind, auch in diesem Fall dann nach einer bestimmten Zeit, bei uns ist es 15 Minuten im Sekretariat nachzufragen, wo sich der Lehrer denn befindet, und wenn dann jetzt im Sekretariat gesagt wird, der Lehrer befindet sich heute nicht im Haus oder der ist gegangen und das steht nur noch nicht auf dem Vertretungsplan oder was weiß ich was, dann kann man sagen, okay, jetzt kann man gehen, aber ja, wenn der dann sagt, ja, der müsste gleich kommen, dann kommt er eben gleich, ja. Ich meine, eigentlich bin ich ja in der Schule, ob der jetzt zu spät kommt oder nicht, ist ja egal. Ja, deswegen, da war ich dann auch nie so, ich gesagt habe, komm, jetzt geil, lass mal alle gehen oder so, habe ich gesagt, nö, ich, ne, weil dann, die haben dann immer gefragt, gehen denn jetzt dann auch wirklich alle? Und ich habe gesagt, nö, ich bleib hier jetzt. Und dann, oh, Kevin, warum, wenn alle gehen? Dann sage ich, nö, ihr könnt ja gehen, es ist doch nicht mein, wo geht doch? Aber ist mir doch egal, haut ab. Aber ich bleib jetzt hier, ne? Das sind eben so Sachen, da habe ich jetzt im Gruppenzwang-Sinne nie mitgemacht. Weil, keine Ahnung, ich habe meinen eigenen Kopf und ich habe meine eigenen Ideen und ist mir egal, was die anderen da jetzt sagen. Ne, wie gesagt, bei so kleinen Gruppenzwangphänomenen, da, pff, 100 Pro, da habe ich auch mitgemacht mal. Also, was heißt mitgemacht? Da bin ich dann mal irgendwo mitgegangen, weil ich jetzt keinen Bock hatte, da irgendwie vielleicht die ganze Zeit irgendwo im PZ rumzusitzen. Da bin ich auch nochmal mit irgendwo rausgegangen und habe eingekauft oder so ein Quatsch. Ne, aber jetzt so Dinge, die wirklich gegen meine Grundsätze im Kopf, gegen meine Gedanken verstoßen, so, ne, wie Dinge mit Zigaretten oder sowas, da habe ich nie mitgemacht, da hatte ich nie Lust drauf, da habe ich auch heute noch keine Lust drauf und da mache ich auch heute noch mit und da habe ich bisher nie mitgemacht und da werde ich bestimmt jetzt auch nicht mit anfangen, dann da irgendwie groß den Gruppenzwang Menschen zu spielen oder so. Und generell muss man sich nicht schämen, wenn man da nicht mitmacht, finde ich, ja. Also es gibt ja immer wieder einige, die dann auch teilweise gemobbt werden, weil sie eben anders sind, weil sie eben nicht bei solchen Dingen mitmachen möchten, weil sie ihren eigenen Kopf haben und ihre eigenen Gedanken und eben nicht die Gedanken der anderen immer teilen. Aber wenn ihr zu denen gehört, Leute, ganz im Ernst, macht euch da nichts draus. Lasst die Leute reden, das ist, glaube ich, ein Lied von den Ärzten, lasst die Leute reden und so weiter. Es ist vollkommen egal, ne? Wenn die was erzählen von wegen, dann werdet ihr nicht cool oder so. Ey, wenn die schon sowas als cool definieren, dann sind die schon selber nicht ganz dicht, ne? Es ist ganz einfach so. Also insofern, lasst euch da nichts erzählen. Macht euer Ding, ne? Das ist wichtig. Wenn ihr etwas wollt, dann wollt ihr das. Und dann, und ihr das mit eurem Gewissen und so diese Handlung vereinbaren könnt, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr den Alkohol trinken wollt, dann trinkt ihn. Wenn ihr die Zigarette rauchen wollt, dann raucht sie. Ja, lasst andere damit in Ruhe, ja, also, was heißt lasst andere damit in Ruhe, ne, lasst anderen ihre Freiheiten, lasst sie das so machen, wie sie das wollen und, ja, macht die Dinge, die ihr so machen wollt, wie ihr sie wollt, macht sie so, wie ihr wollt, ganz einfach, ja, und dann kann auch eigentlich gar kein Gruppenzwang so zustande kommen, zumindest kein aktiver, in dem auch irgendwie Leute gemobbt werden oder sonstiges, wenn man einfach tolerant zueinander ist und den anderen sein Leben so leben lässt, wie er das möchte, mit all den Dingen, die für ihn dazugehören. Und da muss ich auch akzeptieren, dass Leute vielleicht das nicht so machen wollen, wie ich das gerade machen will. Ne? Oder, ne, dass die eben dann immer nicht dazugehören wollen. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch absolut überhaupt gar keine Schande, da nicht dazuzugehören. Wie gesagt, ich habe ich ja auch schon mal erzählt, ich gehöre eigentlich nie dazu irgendwelchen großen Klicken oder sowas oder irgendwelchen Dingen da. Da habe ich, boah, naja, das war mir immer zu anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich nie mitgemacht und habe ich auch nie Bock drauf gehabt. Wenn Leute, ah, das war unnötig, egal, wir haben ja die Kohle hier, ne? Wir haben es ja, YouTube-Money hier, ne? Wir haben das Kohlegeld hier. Ja, habe ich nie Lust drauf gehabt auf solche Aktionen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und deswegen, also Gruppenzwang finde ich nicht gut, zumindest nicht diesen aktiven. Man sollte das selbst entscheiden. Und ich finde sogar, wenn man mit einer Entscheidung der Gruppe geht, ja, dann ist das nicht negativ. Also muss nicht negativ sein, ja. Ich kann ja auch einfach so die Meinung der Gruppe haben. Da muss ich ja nicht direkt dem Gruppenzwang verfallen sein. Ah, guck mal, da wieder so ein Unsichtbarer.
Deswegen, also Gruppenzwang ist nicht gleich Gruppenzwang, Leute. Ja, also man kann dann vielleicht gewisse Dinge als Gruppenzwang definieren, wenn ich etwas mitmache, was andere machen. Ne? Aber die Sache ist immer so, für mich wird es erst dann zum Gruppenzwang, wenn es von dem Gedanklichen, was man hat, abweicht. Wenn ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun möchte, nur weil andere es tun. Dann ist das für mich Gruppenzwang. Und dann sollte man das auch nicht unbedingt machen, finde ich. Ne? Insofern, Leute, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bisher so Erfahrungen vielleicht mit dem Gruppenzwang hattet. Ob ihr in eurer Schule vielleicht dafür gemobbt werdet, wenn ihr bestimmte Dinge nicht macht, die gerade in sind in der Schule. Oder, keine Ahnung, die besonders toll sind, dass dann einige von euch aus der Klasse oder zur Stufe sagen, aber bist du dafür Aschi, das finde ich ja nicht in Ordnung, mach jetzt mit hier. Oder Leute, die euch dazu irgendwas zwingen. Oder ob ihr auch eher so seid, dass ihr eure eigenen Dinge durchbringt, sage ich mal, dass ihr nach euren eigenen Dingen handelt. Wie gesagt, ich kann es euch eigentlich nur empfehlen, nach den eigenen Dingen zu handeln, nach euren eigenen Grundsätzen, nach euren eigenen Gedanken. Denn alles andere bringt einen, zumindest nach meiner Erfahrung, nicht wirklich weiter. Oh, ich muss mich strecken. So, und da machen wir hier auch schon wieder Ende, Leute. Die Tiefen 1, ich habe das Gefühl, dass wir nicht ganz so weit kommen werden in diesem Run, deswegen mache ich hier schon mal den Cut. Und ja, hinterlasst mir weiter Themen, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung mal zum Gruppenzwang bitte in die Kommentare und ich würde sagen, insofern sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute, euer Table Tennis Gamer. Ciao!